Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es wieder ein Video für das Gaming-Magazin Player Experience. Diesmal darf ich euch wieder ein Mikrofon vorstellen. Ihr seht schon, es ist ein Mikrofon von Blue, einem bekannten Hersteller für Mikrofone. Und mit dem Yeti hat Blue, glaube ich, ja, das beliebteste Mikrofon für Streamer und Content Creators auf dem Markt geschaffen. Und dies hier ist das Yeti X oder Yeti X, ein ja, legitimer Nachfolger in kompakterer Bauweise mit einigen Verbesserungen. Und ich freue mich schon sehr auf den Test, denn das Mikrofon ist gerade jetzt auf dem Markt, also niegelnagelneu. Also wenn das Video online geht, wird es wahrscheinlich schon zu kaufen sein. Ich zeige euch wie immer, was in der Verpackung drinsteckt, wie wir das Mikrofon installieren und wie man die Software bedient, was wir damit sogar noch rausholen können aus dem Mikrofon. Und am Ende gibt es natürlich auch ein Fazit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Nach einem Kaffee schauen wir uns den Karton des Yeti X genauer an. Der kommt ohne viel Schnickschnack aus und zeigt uns neben Produktbildern auch technische Merkmale und Features auf den Seitenlaschen und der Rückseite. Viel wichtiger ist natürlich der Inhalt und so schauen wir sogleich in den Karton hinein. In einem weiteren schwarzen Karton erwartet uns zuerst eine kurze bebilderte Beschreibung der Funktionen des neuen Smart-Knopfes sowie des Tasters für die Aufnahmemodi. Zusätzlich befinden sich ein 2 Meter langes Micro-USB-Kabel und eine Garantieliste im Karton. Das Yeti X selbst darf natürlich auch nicht fehlen und ist am Standfuß vormontiert und in Schaumstoff eingehüllt. Eine schicke und zweckmäßige Präsentation, wie ich finde. Der erste Eindruck der Verarbeitung ist mehr als positiv. Das Mikrofon wirkt allein durch sein Gewicht von knapp 1,3 Kilogramm sehr hochwertig. Die Hülle und der Korb bestehen aus Metall und sowohl Smart-Knopf als auch der Taster auf der Rückseite sind gut eingearbeitet und aus mattem Kunststoff gefertigt. An der Unterseite des Yeti X befinden sich die Anschlüsse für das USB-Kabel und den Kopfhörer für das Monitoring. Außerdem ist ein Gewinde zur Montage am Radius 3 Shockmount vorhanden. Der Standfuß ist ebenfalls aus Metall gefertigt und bietet festen Stand. Die Inbetriebnahme des Yeti X ist simpel. Wir stecken lediglich das USB-Kabel in den Anschluss an der Unterseite und verbinden es mit unserem Computer. Damit ist das Mikrofon direkt einsatzbereit. Wir können nun die Blue Sherpa Software für einzelne Einstellungen nutzen oder aber das Logitech G-Hub, mit dem wir Zugriff auf eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten mehr haben. Zuerst erkläre ich euch aber noch die Funktion des neuen Smart-Knopfes. In der Grundeinstellung und ersten Funktion des Smart-Knopfes legen wir durch das Drehen daran die Mikrofonlautstärke fest. Sprechen wir in das Mikrofon, wird uns der Pegel in der zweiten Funktion durch die LEDs am Außenring angezeigt. Je lauter wir sind, laufen die LEDs von grün nach rot. So sehen wir sofort, ob wir übersteuern. In der dritten Funktion, zu der wir durch das zweisekündige Drücken des Schalters wechseln, können wir die Lautstärke des angeschlossenen Monitorkopfhörers festlegen. Auch hier zeigen uns die LEDs an, wie der Pegel ist. In der vierten Funktion, auch durch das längere Drücken zu erreichen, können wir die Überblendung zwischen Mikrofonmonitoring und Systemsound regeln. Dies funktioniert, weil das Yeti X auch als Soundkarte fungieren kann. Die fünfte und damit letzte Funktion ist das Muten, also Stillschalten des Yeti X. Mit einem einfachen Druck auf den Hauptschalter stellen wir es stumm, was uns mit einem rot leuchtenden Ring am Schalter verdeutlicht wird. Auf der Rückseite des Yeti X befindet sich ein Taster, mit dem wir zwischen den vier Richtcharakteristiken umschalten können. Dabei wählen wir die klassische Niere, die 8, Stereoaufnahme oder die Kugelcharakteristik. Die Symbole sind ebenfalls beleuchtet. Die den Smart-Knopf umgebende Live-LED-Pegelanzeige ist farblich frei konfigurierbar und lässt sich in der G-Hub-Software einstellen. Ist das Yeti X an unserem Rechner angeschlossen, starten wir die G-Hub-Software, die wir von der Logitech-Webseite herunterladen können. Wie bereits vom Pro X-Headset bekannt, verfügt auch das neue Mikrofon über die sogenannte Blue Voice Technologie. Diese besteht im Grunde genommen aus einigen virtuellen Effektgeräten, die uns im ersten Reiter des G-Hubs erwarten. Hier können wir das Yeti X auch muten oder die Richtcharakteristik per Klick verändern. Aktivieren wir Blue Voice, können wir aus vordefinierten Presets wählen. Hier sind die Filtereinstellungen bereits festgelegt und so finden sich Variationen von der klassischen Radiostimme über Broadcaster-Einstellungen bis hin zu Vintage-Filterung. Wer selbst Hand anlegen will, nutzt die erweiterten Bedienelemente und damit den Dreiband-Equalizer, einen Hochpassfilter, Rauschunterdrückung oder ein Noise-Gate bis hin zum De-Esser, Kompressor oder Limiter. Diese Effektgeräte sind, wenn auch nur softwarebasiert, sehr präzise einstellbar, wenn man auf die jeweiligen Einstellungen klickt. Im nächsten Reiter des G-Hubs können wir die Beleuchtung des Mikrofons festlegen.
So wählen wir Farbe, Effekt und dessen Geschwindigkeit für Mute- und Live-Betrieb, die Modi des Smart-Knopfes für Metering und selbst die beleuchteten Symbole für die Richtcharakteristiken können wir nach Belieben anpassen. Im dritten und letzten Reiter lassen sich die Einstellungen für den Sound der angeschlossenen Kopfhörer definieren. Hier wählen wir außerdem die Lautstärke, den Mix zwischen Mikrofon, Monitor oder Systemsound und können zusätzlich feste Presets für den Klang nutzen. Für die Hi-Fi-Liebhaber steht neben einfachen Reglern für Bass und Höhen ein 10-Band-Equalizer zur Verfügung. Natürlich lässt sich das Yeti X auch am Kompass-Schwenkarm mit dem Radius 3 Shockmount betreiben. Dafür ist am unteren Ende ein Gewinde eingearbeitet. Die Montage ist per Flügelschraube, die dem Shockmount beiliegt, ebenso simpel. Jetzt möchte ich euch natürlich noch klanglich darstellen und veranschaulichen, wie das Blue Yeti X klingt. Ich habe jetzt die Blue Voice Technologie, also die Einstellung in der G-Hub Software, komplett ausgeschaltet und ich mache jetzt ein paar Audioproben und nehme euch das auf. Du hörst nun eine Testaufnahme mit dem neuen Blue Yeti X ohne Blue Voice Effekte. 1, 2, 3, Test, Test. Ich nutze die Nierencharakteristik ohne Popschutz, alle Einstellungen auf Mittel im Nahbereich. PowerPoint-Präsentationen passen perfekt ins Bild. Nun spreche ich aus ungefähr 30 cm Entfernung. Mit einem Popschutz klingen Plop- und Pop-Geräusche deutlich schwächer. Du hörst nun das Blue Yeti X im Stereo-Modus. 1, 2, 3, Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test. Du hörst nun das Blue Yeti X in der Einstellung mit der Kugelcharakteristik. 1, 2, 3, Test, Test. 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 Du hörst nun das Blue Yeti X in der 8-Charakteristik. Das bedeutet, das Mikrofon kann von vorne und von hinten besprochen werden, zum Beispiel bei Podcasts mit zwei Personen. 1, 2, 3, Test, Test. 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 Ich habe nun zurück auf die Nierencharakteristik geschaltet und möchte euch noch demonstrieren, wie meine mechanische Tastatur, die doch recht laut ist, da klingt, wenn ich spreche. Während ich spreche, tippe ich jetzt einfach mit den Tasten und man kann sie deutlich hören. Allerdings ist die Nierencharakteristik ziemlich gut abgeschirmt, wie ich finde. Jetzt möchte ich euch natürlich noch ein paar Klangbeispiele geben, wie das mit der Blue Voice Technologie funktioniert, mit diesen Einstellungen. Da könnt ihr halt wirklich viel machen. Es ist ähnlich wie bei dem Headset. Ich schalte es jetzt mal ein. Ich habe dazu auch den Popfilter wieder benutzt. So. Und wir haben hier ein paar Presets, ein paar Einstellungen und die gehe ich mit euch einfach mal durch. Zum Beispiel Broadcaster 1 klingt dann so. 1, 2, 3, Test, Test. Hallo und herzlich willkommen. Broadcaster 2. Hallo und herzlich willkommen. Test, Test. 1, 2, 3. Blue Voice Technologie. Klassische Radiostimme. Hallo, herzlich willkommen. Klassische Radiostimme. Hallo und herzlich willkommen. FM Station ist auch letztendlich Radio-Style. 1, 2, 3, Test, Test. Heute wieder die Hitparade. High Voice Loud. 1, 2, 3, Test, Test. High Voice Soft. 1, 2, 3, Test, Test. Low Voice Loud. AM Radio klingt dann so. Crisp and Modern. Crisp and Modern. Und Warm and Vintage. Warm and Vintage. Jetzt, nach all den Infos im Video, möchte ich natürlich auch noch zu meinem Fazit kommen. Ich habe mal hier das Original Yeti in der Hand. Das habe ich vor kurzem auch getestet mit einem Mikrofon, Schwenkarm und einem Shockmount. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal schauen. Da gibt es auch ein Video und einen Testbericht bei Play Experience dazu. Ja, das Original Yeti ist recht klobig, fand ich zumindest immer. Und auch die runde Form hat mir nie so ganz zugesagt. Anders beim Yeti X, denn das hat keine runde Form mehr, sondern eine,
ja, wenn man es im Querschnitt sehen würde, ja, ein Quadrat mit abgerundeten Kanten. Und es wirkt dadurch meiner Meinung nach irgendwie kompakter. Und grundsätzlich ist die Verarbeitung, wie man es eigentlich von Blue kennt, wirklich hochwertig. Also die Hülle ist auch wie beim Original Yeti aus Metall und auch der Smart-Knopf, ist aus hochwertigem Kunststoff. Er ist gut gelagert und er lässt sich wirklich leicht bedienen. Ich mag das Design wirklich sehr. Es gefällt mir viel besser. Es wirkt meiner Meinung nach halt etwas kompakter. Wenn man die Mikrofone allerdings mal nebeneinander betrachtet, ich weiß nicht, ich glaube, so sieht man es besser, nimmt sich das nicht allzu viel. Der Standfuß ist sehr gut gefertigt. Er hat ein schweres Gewicht. Insgesamt wiegt das Mikrofon mit Standfuß etwa 1,3 Kilogramm, also schon etwas gewichtig. Schön ist auch die Lagerung des Mikrofons im Standfuß. Hier sind so Gummimuffen, die konisch sind. Das heißt, je stärker ihr die Räder festzieht, umso fester ist es. Aber es lässt sich halt trotzdem immer noch bewegen. Also das ist wirklich eine interessante Sache, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ansonsten schön verarbeitet hier mit dem silber-schwarz-chrom-eloxierten Applikation. Sehr schön verarbeitet. Auf der Rückseite könnt ihr, wie im Video schon gezeigt, halt die Richtcharakteristika einstellen. Diese funktionieren auch hervorragend, wie man es eigentlich auch vom Yeti kennt. Ja, damit bietet das Mikrofon eigentlich alles und eigentlich sogar mehr als viele Standardmikrofone, die ihr heute so kaufen könnt. Wenn ihr natürlich hochwertige Mikrofone kauft, dann sind die meistens auch in einer Richtcharakteristik festgesetzt. Meistens in der Nierencharakteristik, weil das halt die Standardeinstellung für Sprachaufnahmen ist. Hier könnt ihr natürlich aber trotzdem noch andere Möglichkeiten mit dem Yeti X wahrnehmen. Das finde ich sehr schön und sehr interessant und das macht das Mikrofon zu einem ja quasi Allrounder. Aber das kann das Yeti, das normale Yeti auch. Hier sind allerdings 4 Mikrofonkapseln verbaut. Hier in dem älteren Modell sind es 3, wenn ich mich nicht irre. Ja, und ihr habt natürlich nicht so eine tollen Smart-Knöpfe, sondern es sind halt noch ja, ganz normale Regler, die sich teilweise auch etwas schwer betätigen lassen. Hier ist das was anderes. Ja? Einfach draufdrücken, etwas gedrückt halten und ihr könnt hier verschiedene Dinge einstellen. Genaues wisst ihr ja jetzt schon durch das Video und wenn ihr noch Informationen zu dem Mikrofon braucht, auch ein paar technische Details, dann könnt ihr immer noch unter dem Video im Testbericht nachlesen. Eine ganz andere Hausnummer ist die Software, die allerdings zum Yeti X dazu geliefert wird, denn die rundet den Umfang, den technischen Umfang des Mikrofons nochmal ab. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da macht Blue jetzt wirklich allen einen vor. Also ich habe jetzt schon einige USB-Mikrofone probieren und testen können, aber die Blue Voice Technik, die hier dann zur Verfügung steht, die gibt es bisher, soweit ich weiß, bei keinem anderen Hersteller dazu. Man hat also, da man zum Logitech-Konzern gehört, die Blue Voice Technik oder Technologie nicht nur für das Logitech Pro X Headset verfügbar gemacht, sondern eben auch für das Yeti X. Und das gibt euch nochmal eine ganz andere Bandbreite an Möglichkeiten. Ihr könnt verschiedene Stimmeinstellungen machen. Ihr habt einen 3-Band-Equalizer für eure Stimmenfarbe oder für den Klang eurer Stimme. Ihr habt verschiedene Presets, die ihr dann auswählen könnt, um den Klang eurer Stimme zu beeinflussen. Ihr könnt aber auch selbst die Effekte einstellen. Da gibt es einen Limiter, einen Kompressor, ein Noise Gate. Das ist wirklich etwas, das gibt es so bei keinem anderen Hersteller momentan. Und ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Also da ist für mich das Yeti X jetzt erstmal ganz weit vorn. Ich bin gespannt, was da noch kommt, aber das ist mal eine Nummer, die habt ihr sonst eigentlich nur als Möglichkeit, wenn ihr ein analoges Mikrofon benutzt mit XLR-Kabel und dann einem Mischpult, einem USB-Interface und möglichen Effektgeräten, also analogen Effektgeräten. Das gibt es sonst nicht einfach so. Schön wäre natürlich, wenn man selbst noch VST-Plugins einbauen könnte in die G-Hub-Software, aber ja, das ist jetzt
Jammern auf hohem Niveau und das brauchen wir jetzt nicht. Also grundsätzlich, wenn ihr noch Fragen zum Yeti X habt, zu dem Mikrofon, zu der Tapete, zu meinem Hemd oder auch zum alten Yeti, dann stellt sie bitte in den Kommentarbereich. Ansonsten schaut mal bitte auch dort nach. Dort gibt es Informationen zu dem Mikrofon auch in unserem oder in meinem Testbericht. Das Mikrofon wird es höchstwahrscheinlich ab Mitte Oktober im Handel geben für ungefähr 175, 180 Euro. Ich habe anfangs noch behauptet, das Mikrofon würde wahrscheinlich sofort auf den Markt kommen. Ich habe mich geirrt, es wurde nur öffentlich bekannt gemacht jetzt in dieser Woche. So, also wie gesagt, ein tolles Mikrofon. Ich bin ziemlich begeistert. Alle weiteren Infos, die es jetzt hier in meinem Video oder im Fazit nicht gab, im Testbericht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo. So, jetzt geht's.